Guten Tag, Leute, und willkommen zu einer weiteren Folge. Wie lange halte ich durch, was Black Ops 2 frei für alle Sieger angeht? Ich bin der Edelrost365 und ich muss mich auch entschuldigen, dass die letzten Tage von dieser Serie nichts kam. Aber dafür bin ich jetzt wieder da und wieder fleißig am Aufnehmen. Und ich muss euch einige Sachen erzählen. Zunächst mal, ich bin Prestige Master, ihr vielleicht schon gehört, weil ihr gestern das Video gesehen habt von mir, das Frei-für-alle-Challenge. Das war ganz lustig. Ansonsten wisst ihr es jetzt, ich hab's geschafft. Und das Zweite ist, ich zock so heute ein bisschen, ne? Ich hab meine Waffe gefunden, Leute. Ich hab einfach meine Waffe gefunden. Es ist sowas von heftig. Gebt euch das mal. Guckt euch einfach mal meine letzten Kampfzusammenfassungen. Guckt euch das mal an. Vor allem, das waren immer so Herrschafts-Gameplays mit so 70, also zwischen 50 und 70 Kills mindestens. Ich hatte bei meinen Streaks, wenn man gerade mal guckt, heute Morgen, ich habe das heute Morgen gespielt, so gegen 6 oder so, keine Ahnung, was mit mir los war, einen einzigen Hund in einen einzigen Swarm bis jetzt erst geschafft. Und jetzt habe ich 5 Hunde, weil ich die mal eingepackt habe. Da habe ich mal eben, ich glaube, in 3 Spielen 4 Hunde bekommen. Das ist für mich richtig gut. Mittlerweile habe ich jetzt auch 23 Loadsters. Das ist, also ich, in letzter Zeit bekomme ich viele Loadsters. Am Anfang habe ich es nicht mal hingekriegt, einen Loadster zu schaffen. Das zeigt doch, wenn man genug übt, dass man in CD, wie in allen anderen Sachen des Lebens wahrscheinlich auch, einfach besser wird, wenn man einfach übt und geduldig ist. Ich habe jetzt 5 von den Staffeln und 4 Stück heute allein davon. Das macht mich schon relativ stolz. Und wenn man sich so meine KDs mit den Waffen so anguckt, 1,0, 1,2, 1,1, 1,1, 1,2, 1,0, 0,7, okay, das Sniper, 1,0 und so weiter. Und dann die Waffe nimmt, die ich meine. Die meine Waffe jetzt ist. Alter Schwede. Ich zeige es euch jetzt doch nochmal eben. Ich warte eben, bis wir im Spiel sind, aber nee, ich zeige euch jetzt. Guckt euch das an. Da. M27, also eine 1er Quote und hier 2,78er Quote. Bei 384 Kills ist das schon eine Leistung. Also natürlich ist das für durchschnittliche Spieler normal, aber da ich noch kein durchschnittlicher Spieler bin, ist das schon relativ heftig für mich. Auch meine Präzision mit dem Teil ist nicht die schlechteste. Und wenn ich damit jetzt zocke, dann sollte das noch ein bisschen andauern mit der Serie. Aber wenn der erste Spiel verlieren wir jetzt gleich das erste. Frei für alle suchen wir direkt mal. Frei für alle nehme ich auch nicht diese Streaks mit. Das könnt ihr knicken. Frei für alle kommen die Streaks, denke ich mal, mit. Weil ich werde nie im Leben frei für alle eine runde Staffel von. Nee, das geht nicht. Das wird nichts. Wollen wir in der Lobby drin bleiben? Ich überlege gerade. Nee, ich denke mal nicht. Oder? Nee, das dauert sonst zu lange. Oder kommen jetzt die Gegner rein? 5, 4, 3, 2, 1. Oh, verkackt. Neue Lobby suchen. Also, wie gesagt, also laut meinem Pro. Lol. Also, ich könnte, glaube ich, ganz schön abgehen. Also, ich weiß es nicht, aber ich. Es könnte schon was werden. Oder ich verkacke es gleich in der ersten Runde und dann hat sich LED mit der 2,7er Quote. Bei der M27. Weil M27, M27, KD von 2,7, ist das nicht lustig? Nein? Okay, dann nicht. Oh Mann. Ach ja, ich muss gerade mein Headset zusammen zurechtfummeln hier. Komm her, ihr Headset. Jawohl. So, oh, es geht los. Alles klar, ich schnapp mir die M27 genauso wie sie da ist, spiele ich sie auch. Und ich liebe diese Waffe. Ich liebe sie einfach nur. So, ich weiß nicht, also das ist schon irgendwie 10 Stunden her, nachdem ich gezockt habe. Ich weiß nicht, ob ich noch so gut bin. Ich hoffe mal. Ich hoffe einfach mal, dass sich das nicht verschlechtert hat. Okay, hat sich verschlechtert. Anscheinend. Komm her, liebe Waffe. Ich liebe dich, du Waffe. Ja, okay, im Freifall muss man sagen, da kann man gar nicht so eine hohe KD für Waffen kriegen. What the fuck? What the fuck? Was war mit dem los? Ohne Witz. Was geht mit dem? Ich brauche mein Headset. Ich habe mein Headset nicht aufgesetzt. Muss ich gleich machen, weil meine KD mit der Waffe geht gerade richtig. Aber das ist im Frei für alle generell immer so. Weil im Frei für alle kann. Das spawnen die einfach um dich herum. Du hast einfach keine Chance, um dich irgendwie zu verteidigen. Beziehungsweise deine KD aufrecht zu halten. Also Frei für alle ist immer so ein Washer-Modus, wo du garantiert nicht, wenn du auf KD spielst, dass du da erfolgreich bist. Das kann ich dir garantieren. Naja. Also deswegen muss ich auch ein bisschen campen, weil ich will meine KD mit der Waffe nicht ganz versauen. Das ist meine einzige KD-Waffe über 2. Und jetzt habe ich eine KD von 1 oder so. Das macht mich schon ganz traurig jetzt schon wieder hier. Ich will mein Headset aufsetzen, aber ich kann ja gerade nicht. Oh, ich krieg Schaden. Mensch!
Ich muss mal eben kurz was rein. Wie ich sterbe jetzt, dann hau ich ab. What the f- Okay, Leute, ich muss mich konzentrieren, sonst sind wir gleich ganz schnell im Keller. Also. What the fuck? Mein Amy war heute Morgen so genial. Was ist denn jetzt los, ey? Was ist das? Was ist das? Nee. Nee. Eiskalt, nee. Ich war heute Morgen so gut. Ich weiß nicht, was gerade los ist. Entweder habe ich irgendwelche scheiß Soundeinstellungen, die gerade verkackt sind. What the fuck? Oh Mann, ey, Freifall ist die größte Scheiße für diese. Ich spiele eine andere Waffe, ich will die KD nicht versauen. Das habe ich mir dazu entschlossen. Nach der Runde werde ich eine andere Waffe spielen. Weil, ja, ich will mir nicht die KD versauen. Da spiele ich über wieder Team Deathmatch und sowas, alles, wo man vorsichtiger sein kann. Wo man nicht seine KD so in den Füßen, mit Füßen betrampeln muss. What the fu? Oh, man. Leute, das sind solche Noobs im Freifall, ey. Ist in keinem anderen Modus. In keinem anderen werden dir so viele. Mann, was ist denn das für ein Typ? Dieser Typ hat mich schon so oft gekillt. Ich habe mal einer KD. Nee, jetzt ist Schluss mit der Waffe. Nee. Jetzt kommt die AN. Und wir werden jetzt weiter spielen. Bis zum bitteren Ende hier. In Freifall laufen nur Lachs rum, ne? Nur Lechse. Ganz viele dreckige, kleine. Der Rest könnt ihr euch denken. Ja, geh mal von hinten Schaden. Wie sonst denn nie, oder was, ey? Da war doch einer. So ein scheiß Camper wieder. Meine Fresse, ey. Ja, moin von hinten. Also, die können es nicht im normalen Kampf, ne? Müssen immer irgendwie unfair sein. Schon wieder da weggeklaut da. Vor allem so ein Typ, ne? Der regt mich besonders auf, der da hinten. Oh, hinter mir. Ja, immer. Da kommt der gerne. Ja, klar. Von beiden Seiten. Und die anderen kümmern sich ja gar nicht um sich selber. Die wollen nur mich töten, ne? Oh, ich reg mich schon wieder viel zu weit auf, weil ich heute Morgen so gut war und jetzt einfach so schlecht bin. Ich hätte mal heute Morgen aufnehmen sollen. Was ist denn das für ein Aiming? Schieß doch, Junge! Aha, die eine wurde so runtergepatcht, ne? Das merkt man so übelst. Hätte ich den jetzt nicht bekommen, ne? Ich glaube, dann wäre Ende der Fahnenstange gewesen. Stange. Alter, was ist das? Mit der M27, mein Amy heute Morgen, das war. Ich muss euch gleich. Ich bringe mal Gameplays auf meinen Kanal, ey, von den. Das war heftig, ey, ohne Witz. Ja, die Drank 5. Diese Opfer Drankfire fliegt doch nur mir hinterher, ne? Hä? Da war doch ran. Ich könnte schwören, hier war ein Gegner. Ich brauche eine neue Waffe. Wir sind Dritter. Frag mich nicht, warum ich die in Gold gemacht habe. Das war eine Heidenarbeit. Lol, wie lange habe ich den Akkuballert? Der hat einfach keinen Schaden bekommen. Verbündete Drohne nähert sich. Also, ich habe mal mitgezählt. Ich glaube, wir sind jetzt bei 18 insgesamt. Also mit den Aufnahmepausen natürlich. Wieder mit Aufnahmepause. Wenn wir das gewinnen, ja, haben wir eine 19. Folge gerade gewonnen. Ja. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Also. Das mit der N27, ich glaube, meine KD ist jetzt voll runter, ey. Und scheiße, ich spiele die, glaube ich, nur noch jetzt. Also, frei für alle spiele ich die N27 Antin nicht mehr.
Vor allem der Typ hat mich aufgeregt. Ich glaube, das war auch der einzige Schlimme in dieser Lobby. Ich kann mich an keinen anderen Namen erinnern. Das ist ganz gut für die Gegner oder meistens. Naja, dann ist es halt so. Ich muss gerade mal kurz was gucken. Leute, warte mal eben. So, alles klar. Jo, klappt noch alles, weil da hatte sich Spotify im Vordergrund geschoben, bevor man offener Programm und das nervt. So. Ich will mal mein KD gerade mal angucken von der M27. Ich wette, die ist so im Keller jetzt. Oh. Egal. Selbst damit habe ich nur 1,18, ey. Oh ja, ich habe die Folge jetzt auch in Gold. Ich glaube, die kann ich auch nochmal spielen. Die ist nämlich auch richtig geil eigentlich. Auf Plaza, was spielen wir denn auf Plaza? Ja, die garantieren nicht. Remington auf Plaza? Nee, oder? Vielleicht. Oder die. Also ich denke mal unter den ersten drei oder die MSMC. Wird es verwerten dann am Ende. Jawoll, Plaza, meine Lieblingsmap. Nee, nicht wirklich, nein. Ich mag die nicht. Ja. Ich habe mir überlegt, da wir gleich die 20 knacken werden, wenn wir jetzt hier wieder gewinnen. Ich starte einfach mal mit der PDW. Ob wir irgendwie eine Sonderregel einführen sollen oder ob wir einfach weitermachen sollen. Ich bin mir echt gespannt, wie viel ich so durch. Also auf. Lol. Wir kacken. Lol. Klar. Klar, kleine Kapuze. Mach diese Scheiße, ja. PUW, mein Schatzi. Muss ich mal wieder öfter spielen, ey. Das Ding ist doch echt geil noch geworden. Das haben sie wieder etwas hochgepatcht. Kann das sein oder will ich mir das ein? Auf jeden Fall, dass die Ahnen schlechter ist, das weiß ich. Wahrscheinlich Schaden wurde reduziert. Genau wie die Sniper noch schlechter gemacht wurden. Das ist richtige Scheiße. Jetzt Hardscope mal, alle Sniper nur noch. Ach ja, da war ja eine Sache, die bei der PDW nicht ganz so passte. Das habt ihr gerade gesehen, mein geiles Aim auf weitere Distanz. Ich höre Schüsse, ja, da oben, aber da komme ich eh nicht mit der PWW. Also nicht so genau, wie ich das will. Da war einer, und dann wird da auch noch einer sein. Und dann wird da einer sein. Oder auch nicht. Konterdrohne ist natürlich super. Da oben ist einer, den will ich aber. Den will ich nicht erreichen, nein. Da hole ich mir über den. Und dann gleich noch die Drohne. Oder auch nicht. Noch wenn ich nicht tot, aber ich sehe schon vor mir kommen, weil ich höre einen Sniper. Jo, es war so klar. Egal, Drohne brauche ich sowieso nicht, wenn keine Drohne oben ist. Wo kam das C4 her? War das nötig? Pompom. Hä, Pompom führt? Ich habe den noch nicht einmal gesehen. Oh mein Gott. What the fuck? Dabei haben wir ihn aber genutzt. Ja. Oh mein Gott, da war noch einer. Und da war noch einer. Und ich krieg Sniper-Schüsse ab. Wie lange dauert die Konterdrohne noch?
Da war ein Sniper lang gegangen. Der kommt jetzt hier rein. Von da hinten hat noch jemand geballert, aber das kümmert mich recht hässlich wenig. Oh, da wird sogar scharf geschossen. LOL! Guck mal, wie gut diese Waffe ist, ne? Das müssen wir mal ausprobieren, Mann. Das ist echt heftig. Geheimtrip quasi von mir, echt. Probiert die mal aus. Die M27, ey, die ist so genial. Ach ja, genau das brauche ich jetzt. Von wem hat... Vom Pom... Was ist denn mit Pom-Pom? Ich hab sie noch nicht einmal gesehen. Ach, der boostet bestimmt, hundertprozentig. Hundertprozentig. Weil man kann ja gar nicht boosten hier. Aber ich habe Pom-Pom noch nicht einmal gesehen. Oh nein, nicht ehrlich jetzt. Oh nein, 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 nein. Darüber reden wir auch nie wieder. Jo, ja, klar, Hacker. Kleiner Hacker, ey. So ein kleiner Wicht. Der kann nicht so viel mehr Kills haben. Ja, perfekt durch die Wand. Ja, klar. Das schaffst du nicht mehr mit Orbi, ja, leider. Ach, scheiße, er hatte ja doch ein Orbi. Naja, dann vielleicht doch kein Hacker. Wer weiß. Vielleicht ein übelst guter Glück. Lacker oder Skiller oder beides. Keine Ahnung, jedenfalls weiß ich, dass wir 20 Siege in Folge haben und dass wir jetzt erstmal eine Folgenpause machen und dass wir uns gleich wiedersehen. Bis gleich, Leute. Tschüss. Oder morgen, für euch morgen. Ciao.